Korpuslinguistik besteht ja aus drei großen Bereichen: Datenerhebung, Datenverarbeitung und Datenanalyse. Bisher haben wir die Erhebung gemacht, auch wenn es den Anschein hatte, dass wir ab und an mal ein bisschen analysiert haben. Aber für eine richtige Analyse müssen die erhobenen Daten weiterverarbeitet werden. Und wie das funktioniert, das schauen wir uns in dieser Folge an. Wir exportieren eine Ergebnisliste für Fantastic und wenn uns der Kontext so ausreicht, dann überlegen wir, welche Metainformationen wir mit exportieren möchten. Das ist also auf jeden Fall die Text-ID, vielleicht noch die Satz-ID, also SN, dann Text-Mode für geschriebene oder gesprochene Sprache, Text-Genre und U6. Einfach mal so zur Illustration. Jetzt sind diese Print-Structures gesetzt. CatLast zeigt uns das ja immer am Bildschirm an. Und genau das machen wir uns zunutze. Also der Export funktioniert so, indem wir den Output von CatLast nicht an den Bildschirm senden, so wie wir es bisher immer getan haben, sondern in eine Datei umleiten. Und wenn Sie sich grob an Folge 3.4 erinnern, da haben wir sowas Ähnliches gemacht. Um den Output eines Befehls in eine Datei umzuleiten, gibt es den Umleitungsoperator, so ein Pfeil. Wichtig ist dann anzugeben, wohin umgeleitet werden soll, nämlich in eine Datei. Also nennen wir die mal fantastic.txt und schreiben also catlast Umleitungsoperator Anführungszeichen fantastic.txt Anführungszeichen. Der Name der Datei ist übrigens egal, natürlich sollte er den Inhalt ganz gut beschreiben, damit Sie hinterher wissen, was drin steht. Wichtig ist auch, dass Sie eine Dateiendung angeben, hier am besten .txt als Textdatei, und dass Sie den Namen der Datei in Anführungszeichen setzen. Übrigens, wenn es die Datei fantastic.txt in Ihrem Serverraum schon gibt, dann wird diese ohne Warnung überschrieben. Was ist jetzt passiert? Naja, wir haben die Datei aus dem CQP-Raum, in dem wir sitzen, in den Serverraum exportiert. Und zur Erinnerung, in diesem Serverraum, das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie ein kleines Büro mit Regalen und Ordnern und Dateien und einem Schreibtisch, an dem wir jetzt die Datei weiterverarbeiten können. In den Serverraum kommen wir ja wieder hin, wenn wir CQP verlassen mit Exit. Auch aus Folge 3.4 wissen wir, dass wir uns Dateien und Ordner im Serverraum mit ls für List anzeigen lassen können. Und ein Argument übrigens für ls, nämlich -l, gibt uns eine detailliertere Übersicht. Und siehe da, die exportierte Datei Fantastic ist jetzt auch da. Und ähnlich wie in CQP können wir mit cat und dem Namen der Datei den Inhalt am Bildschirm anzeigen lassen. Auch hier funktioniert übrigens die Tab Completion, also cat, fan und dann ein Tab vervollständigt mir den Befehl. Hier wird jetzt übrigens der ganze Inhalt der Datei angezeigt, also wenn es eine etwas größere Abfrage gewesen wäre, dann müsste man ganz schön weit nach oben scrollen, um den Anfang der Datei zu finden. Was jetzt auch ein bisschen problematisch ist, das sehen wir hier, nämlich, dass die Konkordanz sehr unordentlich aussieht und für die Weiterverarbeitung so eher ungeeignet ist. Also räumen wir die Datei ein bisschen auf und zwar im nächsten Clip.